vom Supercup, dann das Gastspiel des FC Bayern in der Nähe von Wien und das Fotoservice 1-2X. Außerdem gibt es dann noch das Wichtigste vom Tennis in Maria Lankowitz, große Tradition. Auf dem Kontinent, da hat man erst viel später erkannt, dass man auch aus diesem Bewerb durchaus Geld verdienen kann. Und in Österreich wurde überhaupt erst 1986 erstmals der sogenannte Supercup ausgespielt. Achtmal hat es seither diesen Bewerb gegeben und die Hälfte aller Spiele hat die Wiener Austria gewonnen. Das erste Mal 1986, damals die Austria als österreichischer Meister. Diesmal traten die Wiener zum Memphis Time Supercup in Kapfenberg, aber nur unter Anführungszeichen als Cupsieger gegen den Meister, gegen Austria Salzburg an. Kommentator der folgenden ausführlichen Zusammenfassung ist Gerhard Zimmer. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, im Kapfenberger Alpenstadion. Ich begrüße Sie zum 9. Supercup im österreichischen Fußball. Der Supercup, das ist die schon zur Tradition gewordene Veranstaltung, die neue Fußballsaison einläutet. Und diese Einleitung besorgen heute Casino Austria Salzburg, der neue österreichische Fußballmeister, und der Pokalsieger Austria Memphis. Für beide Mannschaften ist es eine Art Standortbestimmung vor der am Dienstag beginnenden Meisterschaft. In beiden Mannschaften sieht man neue Gesichter. Vor allem die Wiener Austria hat sich total verändert, während bei den Salzburgern nur punktuelle Veränderungen im Sommer Platz gegriffen haben. Die Salzburger haben sich in einzelnen Positionen verstärkt. Die Wiener Austria hat sich erneuert. Hier haben sie die Aufstellung von Casino Salzburg im Tor. Konrad, Libero ist Leiner, dann der neue Mann, von dem man so viel erwartet. Mladenovic von Rijeka, dann Eigner mit 6, 7 Justovic, 8 Achtner, 9 Hasenhüttl von der Wiener Austria, 10 Feiersinger, 13 Winkelhofer, 14 Hütter und 15 Freisecker. Freisecker ersetzt Fürstaller, der leicht erkrankt ist. Fehlen bei den Salzburgern tut Pfeifenberger und der Schiedsrichter dieser Begegnung ist Alfred Wieser. Die Wiener Austria hat ein sehr ungewohntes Bild, das sie jetzt von der Aufstellung bekommen werden. Im Tor Wohlfahrt, nun, das ist noch bekannt. Mit Nummer 2 Belaic, auch er kommt von Rijeka, dann 3 Pfeffer, 5 Chuck, 6 Kogler, 9 Prosenik, 11 Mjelde, eine neue Sturmspitze, 14 Kautz, 15 Wagner, ein junger Mittelfeldspieler, 16 Resch und 17 Kubica. Soeben hat Schiedsrichter Wieser dieses Super-Cup-Finale zwischen Meister und Cup-Sieger angepfiffen. Am Ball ist Agner, Libero Leiner und zurück zu Tormann Otto Konrad. Eckball durch Prosenik. Sehr gut gemacht von Manfred Czak, dieser Freistoßball. Im Casino Salzburg und Austria Wien 0:0. Rund 7 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte, unveränderter Spielstand 0:0. Unveränderte Aufstellungen auch nach der Pause und leider auch eine unveränderte Spielcharakteristik. Viele Zweikämpfe, das ist Belaic, deinetwegen sitzt quasi Lapekovas im Zuschauer. Freistoß für Casino Salzburg, Freistoß durch Kotschian. Der Mann, der aus Steyr nach Salzburg gekommen ist. Und ein sehr guter Schuss war das, ein Schuss
von Achtner, Peter Achtner, auch maßgebend beteiligt, dass Casino Salzburg im Vorjahr im UEFA Cup so weit gekommen ist. Abseits wird entschieden, abseits, und dieser Treffer von auch Hütter wäre bereit gewesen, aber auch Hütter in Abseitsstellung, und Meiner trifft zwar genau, aber der Treffer wird wegen Abseits aberkannt, das Ganze in der 59. Spielminute. Spielerwechsel bei SV Casino Salzburg. Anstelle der Nummer 9 Ralf Hasenhüttl spielt nun mit der Nummer 17 Martin Oberhauser. Das ist für Ralf Hasenhüttl auch bitter, dass er aus dem Spiel muss und durch Ammerhauser ersetzt wird. Bei der Austria ist Zechner ins Spiel gekommen, bei der Wiener Austria. Setzt bei der Austria auf eigenen Nachwuchs und Salzburg setzt weiter auf Jurcevic, der Casino Salzburg jetzt in Führung bringt, und zwar in der genau 66. Minute. 66. Minute, 1:0 für Casino Salzburg. Der Torschütze ist Jurcevic. Ja, die Vorarbeit von Eigner und Jurcevic, das 1:0 für Casino Salzburg, das 1:0 für den Meister, das 1:0 für den UEFA Cup Finalisten. Keine Chance für Tormann Franz Wolf. Ausgleichsmöglichkeit durch Kubica. Offensichtlich auch überhört hat, entschuldigt sich bei Schiedsrichter Wieser. Die Wiener Austria jetzt etwas offensiver eingestellt nach dem 1:0 der Salzburger. Sie lockern etwas die Verteidigung und damit öffnet sich Spielraum für Casino Salzburg. Ja, dieser Tausch Kautzechner, jetzt Manndecker in der Verteidigung der Wiener Austria. Freistoß durch Prosenik. Im Zweikampf mit Pfeffel näher als die Wiener Austria dem Ausgleich. Ammerhauser für Kotschian. Gut gemacht, und das ist das angekündigte 2:0 für die Salzburger. Und der Torschütze ist Mladenovic. Mladenovic, die Neuerwerbung aus Rijeka. Ein Mann, von dem ich während des ganzen Spiels gesagt habe, dass er eine Verstärkung für Casino Salzburg ist. Er verwertet diese Hereingabe von Kotschian. Kurz der Ball vor Bayern, Jurcevic und Mladenovic erzielt das 2:0 für die Salzburger. Und das Ganze in der insgesamt 81. Spielminute. 81. Spielminute, 2:0 für Casino Salzburg, für den Fußballmeister und UEFA Cup-Finalisten. Hier haben sie Mladenovic. Die Salzburger haben sich hier, das kann man jetzt schon sagen, als die klassemäßig stärkere Mannschaft erwiesen, als nach diesem Foul an Schinkes, ich glaube es war Eigner, 11 Meter für die Wiener Austria, Chance für die Austria noch zum Ehrentreffer zu kommen. Die Austria, die ja den jungen Goran Juricin, den Torschützenkönig aus der Unter
U20-Mannschaft gebracht hat. Jetzt gibt es 5 Meter für die Wiener Austria. Der Foul war, wie wir in der Zeitlupe jetzt gesehen haben, von Winkelhofer. Winkelhofer hat Schinkels gefault. Und es gibt Elfer für die Austria. Und Schack verwerkte sehr sicher zum 1:2. Manfred Schack, der ja schon in der ersten Hälfte die Querlasche getroffen. Schack kann sich über diesen Treffer natürlich nicht mehr sehr freuen. Ein Tor in der 89. Minute zum 1:2, das lässt nur noch minimale Hoffnung, doch noch zum Ausgleichstreffer zu kommen und damit zum Elferschießen, was in diesem Fall den Supercup entscheiden würde. Noch ein Versuch jetzt mit einer Steilvorlage von Wohlfahrt. Kubica verliert aber den Ball. Ja, das war ein sehr guter Schuss von Schinkels. Ich weiß nicht, ob da Konrad eine Chance gehabt hätte bei diesem Schuss von Schinkels. Es gab einige Unterbrechungen in der zweiten Hälfte. Salzburger sieht den Wienern zumindest in diesem Spiel wieder als Mannschaft überlegen gewesen. Sie sind klassemäßig überlegen gewesen. Sie haben bestimmt insgesamt die besseren Einzelspieler heute auch gesteckt. Und die große Verstärkung der Salzburger scheint Mladenovic zu sein, der über 90 Minuten heute hier überzeugt hat. Das ist noch einmal Mladenovic, einer seiner wenigen Fehler. Große Begeisterung hier in Kapfenberg, über 8000 Zuschauer. Einige machen sich schon bereit, um jetzt nachher das Spielfeld zu stürmen und den Sieger zu feiern. Hier ist der Schlusspfiff von Schiedsrichter Wieser. Casino Salzburg ist neuer österreichischer Supercup-Sieger und zwar durch einen 2:1-Sieg über Austria Wien. Pausenstand war 0:0. Die Tore Jurcevic, Mladenovic und für die Wiener Austria im Finish Chuck aus einem Elfmeter. Und unter dem begeisterten Jubel der Kapfenberger Fußballfans überreicht Hans Reitinger, der Liga-Vorsitzende, dem Mannschaftskapitän von Casino Salzburg, den Memphis Supercup. Casino Salzburg zum ersten Mal österreichischer Supercup-Sieger. Die Mannschaft schließt zu Beginn der neuen Saison an die alte Erfolgsserie an mit Casino Salzburg. Ist in der österreichischen Meisterschaft wieder zu rechnen und hoffentlich schafft die Mannschaft auch die Champions League im internationalen Fußball. Das war's aus Kapfenberg. Herzlichen Dank fürs Zusehen und noch eine schöne gute Nacht. Otto Baric, herzliche Gratulation zum Gewinn des Supercups. Ich glaube, die Wiener Austria scheint ihrer Mannschaft zu liegen. Ja, aber man muss sagen, das erste Halbzeit war ausgeglichenes Spiel, zweite Halbzeit waren wir besser, wir haben noch 4-5 sehr gute Aktionen gemacht. Ich glaube, das war ein reguläres Tor noch und wir haben heute ziemlich schwer gehabt, weil wir haben alle beide Stopper verloren. Vor dem Spiel konnte ich feststellen spielen, dann müssten wir
etwas umändern und nachher nach 20 Minuten hat Feiersingen gespielt. Und diese neue Stopper haben auch gut gespielt und mit Pfeifenberger und diese alle, was haben heute gespielt, glaube ich, werden noch viel besser spielen. Ich glaube, Mladenovic ist der Spieler, den die Austria Salzburg unbedingt gebraucht hat. Kann man gratulieren zu dem Einkauf. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Heute war er nur gut, aber er kann sehr gut, er kann viel mehr. Er ist ein einfacher Spieler, was kann in jedem Spiel ein Tor machen und das ist für uns sehr wichtig. Am Schluss ist es doch einmal spannend geworden nach dem Elfmeter, da hätte es fast 2:2 stehen können. Aber ich glaube, das Elfmeter war so ein bisschen kleines Geschenk, das war nicht so ein besonderer Elfmeter. Jetzt ist die Wiener Austria wieder unterlegen gewesen. Will man heuer wieder Meister werden mit Salzburg? Ja, wir wollen immer Meister werden, nur Wiener Austria kann mehr. Also dieses Jahr wird auch sicher gefährlich Tirol, aber überhaupt glaube ich, dass dieses Jahr wird gefährlicher, weil es wird eine ausgeglichene Meisterschaft, weil Mannschaften aus Linz und besonders Sturm Graz werden sicher besser. Ralf Hasenhüttl, warum haben Sie ihn ausgewechselt? Ja, schauen Sie, er ist ziemlich in einem harten Training, er ist sonst gut, er hat auch gut gespielt, wir müssen ihn spritziger bekommen, wendiger, er hat viel gemacht und wir wollten eine frische, einfache Mannschaft. Otto Konrad, der 2:1 Sieg hier im Supercup Ihrer Mannschaft wird fast wie ein Europapokalsieg gefeiert. Der sieht zurzeit so aus, wir können eigentlich gar in ganz Österreich gastieren. Wir haben überall unsere Freunde und unsere Fans. Ich möchte auf diesem Weg aber auch ganz herzlich bei den steirischen Fans von Casino Salzburg bedanken. Auch die mitgereisten Salzburger Fans, ich glaube, sie sind sicherlich zufrieden mit unserem 2:1 Sieg. Die ersten 16 Minuten waren nicht das, was man wahrscheinlich vor einem Supercup-Finale erwartet hat. Aber danach, wie wir das Tor geschossen haben, ich glaube, verdient, geht auch der Sieg verdient in Ordnung. Ich glaube, die neue Verpflichtung Mladenovic ist wirklich eine starke Erscheinung. Ich glaube, dass wir diesen Stil, den wir voriges Jahr praktiziert haben, auch heuer wieder praktizieren werden. In der Defensive sehr konzentriert und in Konter extrem gefährlich. Wir haben auch das Spiel über die Seite in der letzten Zeit sehr forciert und beide Tore sind halt über die Seite gefallen und es scheint so, wir sind auf dem richtigen Weg und alle drei Neuerwerbungen, Mladenovic, Freisek und Kotian und auch Ralf Heisenhüttl, hat sicherlich etwas noch Probleme, haben sicherlich entsprochen. Für die Wiener Austria entwickelt sich Austria Salzburg wirklich jetzt schon als eine Art Angstgegner. Ja, es ist halt so, dass bei so einem Spiel gewisse Emotionen frei werden. Ich möchte nicht sagen, dass wir Angstgegner von Austria Wien sind. Wir sind halt heute vielleicht auch etwas glücklich, den Stangenschuss von Austria Wien. Wir haben es geschafft, kein Tor lange Zeit zu halten. Und dann haben wir das Gott sei Dank noch über die Runden gebraucht, diesen 2:1 heute. Sind Sie jetzt auch froh, dass Sie nicht nach Istanbul gegangen sind? Ich war immer froh, dass ich nicht nach Istanbul gegangen bin, nach meiner Entscheidung, dass ich diesen Transfer Hickhack beendet habe. Egon Cordes, das erste wichtige Spiel und 1:2 verloren. Wie fühlt man sich jetzt als Trainer? Genauso wie vorher. Ich glaube, das war nach wie vor eine Standortbestimmung, wie ich das vor dem Spiel gesagt habe. Wir haben unmittelbar vor Meisterschaft Beginn, ich glaube, ein interessantes Spiel gesehen. Man merkt, dass bei beiden Mannschaften das eine oder andere fehlt. Ich glaube, wir haben dem Gegner bei den Toren sehr leicht gemacht. Und letztendlich, wenn ich mal schaue, leichte Vorteile, sage ich mal, im kämpferischen Bereich bei Salzburg. Aber ich glaube, wir haben da gut gegengehalten und das war schon sehr, sehr zufriedenstellend. Zufriedenstellend war auch, glaube ich, die Abwehrleistung der Wiener Austria. Da kann man nichts sagen, aber im Mittelfeld, da fehlt wirklich der Spielmacher. Sehe ich nicht so. Ich habe heute den Armin ersetzen müssen aufgrund unserer Ausländergeschichte, weil ich den Steuer nochmal sehen wollte. Ich glaube, das war eine ganz gute Partie seinerseits. Ich sehe das nicht nur im Mittelfeld, sondern ich sehe auch die Abwehr insgesamt, dass wir bei den beiden Toren nicht gut ausgesehen haben und dem Gegner das sehr leicht gemacht haben und das darf nicht sein. Das werden die abstellen und ich glaube, dann sieht das auch ein bisschen besser aus. Aber die Spitzen Mjelde und Kubica sind doch ziemlich in der Luft gehangen. Ja, okay, das kann man immer so sehen, aber insgesamt war ich sehr zufrieden. Naja, die Stimmung bei